Leute, ich muss euch heute etwas beichten. Ich kann gar nicht glauben, wie ich dieses Video anfangen muss, aber es ist tatsächlich so. Ich habe euch ziemlich verarscht, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe meine Instagram-Bilder gefaked. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet, das bin ich. Und mit diesen dramatischen Worten starten wir in ein nicht ganz so unernstes Thema. Und ich habe nämlich ein kleines Experiment mit euch gemacht, ohne dass ihr es eigentlich wusstet. Und heute werden wir darüber sprechen und ich werde euch verraten, was passiert ist. Und natürlich auch, was das letztendlich vielleicht für Auswirkungen hat und was ich selber daraus gelernt habe. Falls euch meine Videos gefallen, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und auch gerne die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines der Videos mehr verpasst. Und jetzt legen wir aber erstmal los, was überhaupt passiert ist. Ich sehe auf YouTube und auf Instagram immer mehr Kritik an den sogenannten Filtern und auch an der Bildbearbeitung letztendlich. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich ein ganz interessantes Thema, das mal aufzugreifen und ein kleines Experiment zu wagen. Geplant war eigentlich, dass ich tatsächlich eine ganze Woche lang meine Instagram-Bilder fake. Eine ganze Woche habe ich nicht geschafft. Ich gebe es offen und ehrlich zu, es sind drei Bilder, die gefaked waren in meinem Feed in der letzten Zeit. Ihr habt jetzt nochmal gerade die Möglichkeit, bevor ich es auflöse, einmal zu raten, welche es denn gewesen sein könnten. Hier nochmal schnell durch meinen Feed scrollen und mal überlegen, welche könnten das wohl gewesen sein. Das Verrückte tatsächlich an dieser ganzen Bildbearbeitung und diesen ganzen Filtern ist letztendlich, dass, glaube ich, mittlerweile unser Blick so verblendet ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr zwischen einer richtigen Realität unterscheiden können. Okay, richtige Realität ist auch ungefähr der runde Kreis. Zwischen der Realität und dem, was möglicherweise aufgehübscht ist, unterscheiden können. Und warum ist das Ganze eigentlich so gefährlich? Das ist in der Tat eine echt gute Frage, aber es gibt inzwischen immer mehr Studien, vor allem natürlich aus den USA, die mittlerweile belegen können, wie letztendlich Filter und auch Likes sich auf unsere psychische Gesundheit auslegen können. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, sag, aber erzählst du da? Das ist doch nur eine App, das ist doch nur Instagram. Was soll denn der Scheiß, ja? Wo kommt das denn her? Wieso soll das denn Leute irgendwie psychisch krank machen oder so? Ich denke mal, es ist gar nicht so weit hergeholt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Video von vor einiger Zeit, wo ich über die Frauenmagazine und deren Auswirkungen auf uns und vor allem auch auf Teenies gesprochen habe. Letztendlich ist es genau das gleiche Bild, das sich eins zu eins in die heutige Social-Media-Welt übertragen lässt. Es ist tatsächlich erwiesen inzwischen und das habe ich zuletzt in einer Netflix-Dokumentation gesehen, The Social Dilemma, also das Dilemma mit den sozialen Medien. Falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet, schaut sie euch unbedingt an. Es ist eine unfassbar gut gemachte Doku. Es ist tatsächlich so, dass erwiesen ist mittlerweile, dass gerade auch ganz, ganz junge Teenies, auch gerade schon so ab 10, 13 Jahren, sich unfassbar stark von ihrer Präsenz letztendlich in sozialen Medien beeinflussen lassen. Nicht nur eifern sie einem Bild nach, das sie eigentlich niemals erreichen können, weil ich meine, ich werde gleich dazu kommen. Das meiste davon ist ziemlicher Fake. Und dazu kommt, dass sie sich tatsächlich über die Anzahl an Likes definieren und ihren Selbstwert definieren oder wie schön sie sind, wie beliebt, wie attraktiv sie sind, anhand der Anzahl von Herzen, die sie bekommen. Und das stürzt tatsächlich sehr, sehr viele Teenies und immer mehr Teenies und junge Kids tatsächlich in Depressionen und auch in Selbstmordgedanken. Und ja, wir reden immer noch über nur eine App. Aber jetzt kommen wir mal zum richtigen Gossip. Was hat die Alte hier eigentlich mit euch gemacht? Wie ich ja schon eingangs gesagt habe, habe ich einige meiner Bilder ein bisschen retuschiert. Ich habe, als ich angefangen habe zu bloggen, mir auch natürlich die richtige Beauty-Retusche selber beigebracht. Und ja, ich gestehe, auch ich retuschiere meine Bilder. Ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich gar nichts so arg Verwerfliches. Das Einzige, was bei mir halt letztendlich die Beauty-Retusche heutzutage nur noch ausmacht, ist, dass ich mal hier und da einen Pickel entferne oder einen dunklen Fleck auf dem Bein, weil ich gerade irgendwo einen Kratzer hatte, einen Mückenstich oder sonst irgendwas. Das ist letztendlich das, was ich mit meinen Bildern tue und selbstverständlich habe ich auch einen eigenen Instagram-Filter für alle meine Bilder, den ich verwende in Lightroom und den lege ich natürlich über alles drüber. Und ja, natürlich macht dieser Filter alles irgendwie hübscher. Aber das ist letztendlich eine Geschichte, wie man
sich selber in Bildern ausdrücken will, in einer Lichtstimmung oder, ne, bei mir ist das alles so dieses leicht fluffige, rosane, sehr kontrastarm und so weiter. Ich mag das halt einfach. Das ist der Stil, den ich ganz gerne nach außen transportieren möchte. Was ich niemals, aber auch absolut niemals tun würde, was ich aber getan habe, ist, mich zum Beispiel auf Bildern schlanker zu machen. Das ist tatsächlich einer der Hacks, Tricks, wie auch immer, der mit am beliebtesten ist und den unfassbar viele anwenden. Die Haut weicher zeichnen, die Augen heller, die Zähne weißer, die Taille schlanker, die Brüste größer, den Poppes knackiger und die Beine schlanker und der Ärmchen schlanker. Und was soll ich euch sagen? Es ist so einfach gemacht. Es ist so erschreckend einfach. Die App, die dafür meistens verwendet wird, ist Facetune. Und ich erinnere mich, als Facetune so relativ neu war, das ist bestimmt schon, keine Ahnung, 6 Jahre her ungefähr. Oder ja, doch 6 Jahre kommt ungefähr hin. Da habe ich Facetune auch das erste Mal entdeckt und auch benutzt tatsächlich. Und auch ich habe am Anfang ordentlich mit dem Weichzeichner, gib ihm alles, bis keine Mimik und keine Gesichtsfalte mehr an ihrer Stelle war. Und auch die Zähne heller gemacht und all solche Dinge. Und ich sehe auch heute immer noch sehr, sehr, sehr viele Profile auf Instagram, die genau das machen. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und einen Blick dafür entwickelt, dann sieht man sofort, welche Bilder letztendlich mit Facetune oder ähnlichen Apps halt bearbeitet wurden und es ist immer die gleiche Optik. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie krass tatsächlich diese Vorher-Nachher-Auswirkungen in dieser App tatsächlich sind. Nehmen wir zum Beispiel dieses Bild hier von mir. Das kennt ihr vielleicht, das habe ich vor einiger Zeit gepostet und auch genau so gepostet. Da seht ihr zum Beispiel halt die kleinen Makel auf meinen Beinen, also meine Muttermale, hier und da eine Kitsche, ein Kratzer. Was halt normal ist. Also ich lebe gerade in einer Sanierung, ne? Dass ich halt da mal irgendwo anecke und kratzernde Beine habe oder an der Arme blaue Flecken oder so, ist halt voll normal. Ich habe auch das Bild genau so gepostet, weil ich persönlich einfach der Meinung bin, ein Mensch hat keine perfekte Haut. Ich habe relativ viele Muttermale und alles. Wenn man jetzt mal hingehen würde und sich eine perfekte Welt zurecht facetunen möchte, würde ich behaupten, legen wir doch mal los. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Glättenfilter. Das ist das absolut beliebteste Werkzeug ever, ja. Da gehen wir mal hier schön über die Beine drüber, ne, da haben wir auch keine Pixel mehr und nix, so. Schön die Zellulite überall weg, perfekt. Da gehen wir noch ein bisschen ins Gesicht, guck mal hier, ich hatte ein bisschen was auf der Stirn anfalten und tschüss. Direkt wieder 15 Jahre jünger, dann machen wir hier die Dekolleté-Falte noch weg, die Halsfalte noch weg und zappedizapp. Man würde jetzt so erstmal denken, ach, so viel ist das gar nicht, aber wenn ich jetzt mal vorher nachher anwerfe, sieht man tatsächlich schon eine gewisse Veränderung. Das reicht mir erstmal für den Moment. Dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal hin und machen hier meine sogenannten Schönheitsmakel weg. Nummer 1, auf Wiedersehen. Nummer 2, niemals mehr da gewesen. Nummer 3, müssen wir ein bisschen den Hautton anpassen. Nee, so besser. Wir wollen ja nicht, dass der Fake auffliegt, ja. Dann habe ich hier eine Kitsche. Da haben wir irgendwie eine komische Schatten. Der könnte mal weg hier. Braucht kein Mensch. Zahlt keine Miete. Und auf Wiedersehen. Das sieht doch schon mal gut aus. Und weil es so schön ist, glätten wir da nochmal eine Runde drüber, ne? Gehen wir noch ein bisschen drüber hier. So, schön, die Beine müssen ja perfekt sein. So, ah, schaut euch diese Beine an. Ist ja ein Träumchen, ne? So, vorher, nachher. Ist schon ziemlich krass, muss man sagen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem absolut krassesten Teil überhaupt hier in dieser App, wie ich persönlich finde. Und zwar das Umformtool. Jetzt machen wir mich doch direkt mal ein paar Kilo schlanker, ne? Weil das wäre ja so das, was so manch einer sich denkt, so, hör doch mal auf zu fressen, nimm doch mal 20, 30 Kilo oder ungefähr, nimm einfach komplett ab, dass du verschwindest, so, ne? So, jetzt gehen wir mal hin und machen mal hier, habe ich so ein bisschen Bauch, ne? Das wollen wir ja nicht, so, dann ziehen wir den erstmal schön rein. Dann machen wir das gleiche hier auch nochmal, so ein bisschen mehr Taille. Dann machen wir mal die Beine auch ein bisschen schlanker hier, ne? Ist zwar alles nicht so einfach, wir haben auch später Fehler im Bild, aber who cares? Dann nehmen wir das mal schön raus, finde ich gut. Das muss auch noch ein bisschen schlanker werden hier. Die Schulter rein, der Kopf wieder ein bisschen so, ne? So, das sieht doch schon mal gut aus, würde ich behaupten. Ja, geht noch ein bisschen, ne?
Die Wade ist auch ganz schön dick, muss man sagen. Fair fein an. So. Der Bein schaut noch ein bisschen schlanker. Ei, guck mal hier. Germany's Next Top Model, würde ich behaupten. Und jetzt schaut euch mal das Vorher-Nachher an. Unglaublich, oder? Also ich behaupte mal 15 Kilo weniger. Und da stellt man sich abschließend noch die Frage, warum unsere Teenies einem Schönheitsideal hinterherhechten, das sie niemals erreichen können. Weil es einfach verdammt zur Hölle nicht existiert. Auch besonders gerne wird über die Gesichtsfilter diskutiert. Also über Snapchat-Filter oder auch mittlerweile halt über die Instagram-Effekt-Filter. Das ist tatsächlich ein Brett, was da losgetreten wurde, wo am Anfang, glaube ich, niemand irgendwie drüber nachgedacht hat, dass das Menschen in Depressionen und Selbstmordgedanken stürzen kann. Das war einfach nur lustig, ja. Ha, guck mal, ich habe Hundeöhrchen auf dem Kopf und mir streckt die Zunge raus, wenn ich rede und so. Es war alles irgendwie total funny und einfach nur so ein kleiner Spaß, einfach nur ein Zeitvertreib, um irgendwie Fotos nett zu machen oder Stories und Snaps halt nett zu gestalten und einfach irgendwie ein bisschen lustig zu sein. Es ist mittlerweile sogar so krass, dass wir tatsächlich schon Begriffe dafür haben, wie letztendlich diese Sucht sich bezeichnet, dass Menschen aussehen möchten wie ein Snapchat- oder Instagram-Filter. Ich meine, okay, klar, früher wollten die Leute aussehen wie Marilyn Monroe oder Barbie oder ich weiß es nicht, aber wir müssten doch mittlerweile in unserem aufgeklärten Zeitalter wissen, dass das einfach nicht normal ist. Schaut euch mal zum Beispiel, ich habe sie mir mal abgespeichert, diese Cartoon-Princess-Filter an. Ich meine, okay, bei mir glitscht der halt jetzt auch noch übelst krass, einfach weil ich natürlich auch schon geschminkt bin. Am besten macht man das Ganze halt ungeschminkt. Aber ich meine, schaut euch das an. Wer möchte denn so aussehen? Das ist die Realität. Und ja, ich gestehe, auch ich benutze solche Filter. Oder schaut euch den hier an. Hat Dagi B letztens erst noch benutzt. Habe ich bei ihr gesehen. Schaut mal meine Lippen. Seht ihr das? Meine Lippen einfach 3000 Mal aufgespritzt. So ungefähr. Die Augen einfach alles snatchy, alles. Guck mal, der Highlighter. On fleek, Leute. On fleek. Gut, diesen Filter kann man jetzt wenigstens in der Intensität noch ein bisschen einstellen. Aber ganz ehrlich, das ist halt einfach... Das ist einfach nicht normal. Hier gibt es auch Filter natürlich, mit denen man sich komplett schminken lassen kann. Oder zum Beispiel auch dieser Cartoon Bratz Filter, ne? Diese Cartoon-Figürchen. Also, I mean, das soll die Realität sein? Wo ist denn mein Gesicht hin? Was ist mit meiner Nase passiert? Wer möchte denn so aussehen? Ich meine, wer? Tja, und was will die Tante euch da vor der Kamera jetzt eigentlich erzählen? Was soll dieses Beispiel, dieses kleine Selbstexperiment, was ich da gemacht habe? Erstens, ich habe nicht festgestellt, dass ich so viel beliebter war. Also das waren jetzt keine Bilder, die unfassbar mehr Likes oder sonst irgendwas bekommen haben. Ja, natürlich habt ihr mir drunter geschrieben, dass ich toll aussehe, dass ich eine schöne Frau bin und so weiter. Das schreibt ihr mir aber auch unter die Bilder, die ich nicht bearbeite. Einfach, weil wir hier eine Community haben, auf die ich wahnsinnig stolz bin, die einfach sehr realitätsnah ist. Und es ist mir auch besonders wichtig, einfach sehr realitätsnah zu bleiben. Natürlich schminke ich mich. Natürlich style ich mich in meinen Outfits meiner Figur entsprechend, sodass ich natürlich entsprechend gut aussehe mit meiner Figur. Da ist auch, finde ich, nichts Verwerfliches dran. Man darf nur den Bezug zur Realität nicht verlieren. Und deswegen ist es mir auch total wichtig, dass ihr mich oft in Instagram-Stories einfach komplett ungeschminkt seht, ohne Filter, ohne gesichtsverändernde, schlanker machende, was weiß ich was Dinger. Ja, ich gestehe, zwischendurch nutze ich sie auch, aber ich versuche mir immer bewusst vor Augen zu halten, dass ich das nicht so inflationär nutze, weil es einfach nicht dem normalen Bild entspricht. Auch ich habe Augenränder, auch ich habe Pickel, ich habe fettige Haare, ich sehe halt auch mal wie aus einem Wolf, durch einen Wolf gedreht halt aus, ja, durch einen Fleischwolf. Das ist halt normal. Wir sind nicht immer perfekt. Und das ist letztendlich eigentlich das, was ich euch sagen möchte, was ich euch vermitteln möchte. Haltet euch das nicht nur selbst unbedingt vor Augen, sondern auch wenn ihr Kinder habt oder Kinder im Umkreis, im Bekanntenkreis. Bringt die nah genug und schnell genug an die Realität einfach ran, dass halt nicht so viele Leute in Depressionen verfallen oder vereinsamen, nur weil sie glauben, naja, mit 50 Likes werde ich nicht glücklich in meinem Leben. Leute, das ist totaler Bullshit. Kommt mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist nur Instagram. Und wenn ihr merkt, dass euch das nicht gut tut,
das sage ich jetzt, die damit ihr Geld verdient, dann löscht diese verdammte App. Dann schaut euch das nicht an. Tut es euch nicht an, löscht den Scheiß, wenn ihr damit nicht klarkommt, und dann habt ihr auch ein besseres Leben. So, das war's dann jetzt von mir mit diesem kurzen Statement zu gefakten Instagram-Bildern. Ich werde weiterhin dabei bleiben, mich auch gerne auf Instagram ungeschminkt zu zeigen. Ich habe damit absolut gar kein Problem. Es hat ein paar Jahre gedauert, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich habe am Anfang auch immer versucht, einem allgemeinen Bild hinterher zu hechten, aber damit habe ich schon sehr, sehr lange aufgehört. Und es ist mir einfach wahnsinnig wichtig, da euch letztendlich den Realitätsspiegel vorzuhalten und mich einfach ganz normal und natürlich zu zeigen, denn ich bin halt so, wie ich bin, und natürlich gefalle ich mir geschminkt und gut gestylt besser, aber trotzdem bin ich auch ich selbst, wenn ich in Pyjama ungeschminkt mit fettigen Haaren auf dem Sofa rumgammel und Chipskrümel auf mir habe, ja? Das bin ich genauso wie jetzt, wo ich hier vor der Kamera sitze. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zum Kommentar des Tages. Der ist heute von Zoe S. und sie hatte auf unser React geschrieben von Daniel und mir. Du wolltest ja ehrliche Rückmeldung. Oh ja, dafür bin ich immer zu haben, Leute. Und Lookbooks sind nicht meins. Also ich finde die einfach langweilig. Tut mir leid. Vollkommen okay. Ich habe auch gemerkt, das Feedback zu Lookbooks ist sehr gemischt. Wir bleiben erstmal bei dem normalen Tonus, aber einfach so aus meiner persönlichen Leidenschaft für das Filmen heraus und auch die Daniel ja mit mir teilt, werden wir ganz bestimmt auch mal noch vielleicht in diesem Jahr ein Lookbook produzieren. Ja, das war's dann jetzt von mir. Ich möchte natürlich abschließend unbedingt eure Kommentare hören. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, ob ihr nicht euch nicht insgeheim gedacht habt, oh, sie sieht so schlank aus auf den Bildern. Also lasst mich das gerne wissen. Schaut euch die Bilder nochmal an, vielleicht auf Instagram. Ich verlinke sie euch einfach unten ganz gerne. Und lasst mir mal ein Feedback dazu da, wie ihr darüber denkt. Und wir lasst uns einfach offen und ehrlich darüber reden. Ja, und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Diskussion mit euch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.